Hallo liebe Clou-Freunde, liebe Schrauber, liebe Wohnmobilisten. Heute wieder ein anderes Wohnmobil. Ein Hiki 3, um mehr Licht reinzukriegen. Ja, ich muss mal gucken. Also ich hatte das gestern vorbereitet, ausgemittelt. Und ja, überall gleichen Abstand von Relingkante, also Ringankerkante, Ringankerkante. Gleicher Abstand dazwischen eingehalten, hier in dem Bereich 40 und in dem Vorderbereich 80 cm. Die Seiten waren 75 cm und so passte das mit der Schablone dann. Ja, sofern die Kollegen der Serienrissehaube, die das eingebaut haben, sofern die das gerade gemacht haben, sollte dieses EG3-Fenster jetzt auch gerade drin sein. Also ja, das ist die Rissehaube ist irgendwie 1 cm Unterschied oder so. Das ist also nicht sichtbar. Ja, aber haben wir natürlich sauber gemacht, ne? Ganz klar, das kennt ihr. Dann haben die Hikis ja einen Dichtring drin, eine Dichtung. Dazu kommt aber noch Fensterdichtmasse. Entweder jo, die bekannten, die man kennt, oder eben halt die andere, die ich immer verwende. Wollen wir mal gucken, wie das von drin aussieht. Also ich habe noch nicht alles fertig, ich habe jetzt erstmal nur vorgesetzt und der Rest kommt dann gleich. Ja, so. Da waren noch 2 Solarplatten, deswegen sind natürlich diese Streifen da drauf. Mal schauen, ob die noch wieder raufkommen oder ob wir da was Neues nehmen, was denn hier irgendwo dazwischen passt. Von da und da, also da vorne in dem Bereich und hier in dem Bereich, dass man irgendwie 2 neue setzt. Oder man nimmt die alten halt wieder. Müssen wir mal schauen. Das spreche ich dann nochmal durch mit den beiden. Und dann schauen wir mal. So, dann gehen wir mal rein. Das sind die längeren Halter. Gibt es ja in verschiedenen Farben. Hier sind es jetzt die roten. Und ja, ich würde mal sagen, Abstand da oben, das passt überall. Ja, das sieht gut aus. Also von daher, normal sollen es ja wohl die blauen sein, jetzt sind es halt die roten. Ja, ist so. Geht aber auch, funktioniert. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich das dann auch richtig montiert habe. Und dann werden wir mal den Außenrahmen setzen. So, Rahmen hängt. Nur noch die kleinen Schrauben, noch alle festschrauben. Ohne den kleinen Faulenzer-Freund wäre das heute nichts geworden. Ja, zum Aussägen hatte ich mir meine kleine Dekubiersäge oder so ähnlich heißt sie, also einen kleinen Fuchsschwanz, geholt. Und dann heute nochmal gestern nochmal längere Sägeblätter, weil die 80er waren mir dann doch ein bisschen zu kurz. Ja. Das ist denn so das Endresultat. Da vorne soll nachher noch eine Luke rein. Auch noch eine. Aber wie gesagt, da muss ich dann nochmal schnacken, ob wir da vielleicht eine etwas schmälere nehmen. Ja, weil ich bin da nicht so ganz von überzeugt. Und zwar finde ich, dass das Ganze ein bisschen an Stabilität verloren hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nun wird das mit dem Rahmen schon wieder ein bisschen besser, aber es ist, ich versuche das mal irgendwie, ne, kann man glaube ich nicht sehen. Also hier ist, meines Erachtens ist es mir zu instabil, also ich kann hier wirklich die Decke hochdrücken und auf der Seite zumindest, auf der Seite nicht ganz so. Also das ist dann mit Vorsicht zu genießen. Ja, ob man das wirklich machen will, also wer eine abgelöste Dachhaut hat in dem Bereich, das würde ich dann nicht empfehlen, dann würde ich erstmal die Dachhaut sanieren und dann vielleicht in dem Abendzug kann man dann nochmal was Neues machen. So mein reines Bauchgefühl, also reines Bauchgefühl. Keine Erfahrungswerte drin, kein gar nichts. Und ja, so denn, das soll es dann erstmal vom Wochenende gewesen sein.
Ich wünsche euch ein schönes davon. Genießt die Sonne. Hier bei uns im Norden scheint die nämlich auch. Und ja, macht das gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.